Hallo, willkommen zurück zu Penny's Big Breakaway. Im letzten Part haben wir die Molto-Ebene abgeschlossen. So ganz plötzlich ohne Bossfights. Einfach so war die Welt vorbei. Aber wir haben dabei erfahren am Ende, dass Eddie eigentlich die gerade absagen will, weil wir eben alles verdorben haben. Anscheinend, I guess. Aber der Richter Rufus sagt, das ist gegen das Gesetz und deswegen muss ich gerade trotzdem abgehalten werden. Warum auch immer. Und wir sind jetzt hier in Blubben, einem richtigen Badespaßparadies, und machen unseren Weg hier weiter. Ich habe es so satt, diese ganzen Handtücher zu tragen. Dann such einen anderen Job, würde ich sagen. Also die Welt sieht wirklich sehr schön aus, finde ich. Baden. Badespaß für die ganze Familie. Ich glaube, da will ich nicht hin. Aber da oben will ich hin. Die ganze Zeit ist überflutet. Orkan kann das wohl liegen? An die ganzen Wasserfontänen vielleicht? Vorsicht. Ah. Komm mal da rein. Wuppi. Wo rollen wir hin? Also, wo rollen wir gerade hin? Oh, 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 zum Checkpoint. Oh, alter Schwede. Sie ist ja gerade Pinguinflaum. Wir dürfen es nicht anfassen. Ja, ist klar. Ich könnte sagen, dann rollen wir rüber. Oh, die machen jetzt auch noch einen Turm. Ah, da bist du. Bitte schön für das Handtuch. Ja, Vorsicht. Welle. Was ist hier oben? Ah, okay. Gut gemacht. Ui, das sieht herausfordernd aus. Aber nicht für Penny. Und das ist wieder einer mit einer Aufgabe. Was willst du? Die Wasserfälle sind weggetrieben. Wasserfälle holen. Das kann ich. Oder? Ja. Ich meine, solange das Wasser uns nicht umbringt. Ich will nur auf die Plattform drauf. Mehr will ich nicht. Das war jetzt eine Hektik. So machen wir schön langsam. Das hier ist ja kein Speedrun. Jetzt noch den Ball einsammeln. Danke dafür. Und weiter geht's. Das war eine coole Kamerafahrt gerade. Schöne Ansicht. Was ist mit denen? Was mache ich mit diesem nassen Handtuch? Ist eine Grube in seine Grube werfen? Trocknen lassen? In Wäschetrockner oder sowas? Keine Ahnung. Ah. Der Punkte sammeln. Und dabei sterben. Toll. Also diese Aufgabe verstehe ich irgendwie nicht.
hinreißt. Weiter so. Ja, dieses... Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Oh yeah. Machen wir es ab. Oh, wow, wow. Wenn die Dinge nicht wären. Einfach weggehen. Und rollen, rollen, rollen. Will ich hier rauf? Ich weiß es nicht. Ich brauche jedenfalls Geschwindigkeit. Lass mich bitte in Ruhe. Brauch ein bisschen mehr Höhe. So. Checkpoint. Ja. Mach das ab. Bevor die Pinguine kommen. Penny! Ohoho! Ich will hier hoch. Das ist bestimmt ein Secret. Und? Ja, ich sehe es. Da hinten. Da! Eine Marke für Sprühstichfächer? Nein, das ist eine Marke für Stuff. Und nein, nein, nein! Dran vorbeigesprungen. Am Ziel. Das war auch nicht. Ah. Was ist denn hier? Normal Stuff. Okay. Dann Auswasser drauf. No! Okay, Stufe 2. Immerhin. Ja, ist gut. Stufe geschafft. Nicht alles geschafft, also geholt, aber so gut wie es hingeht. Leicht knifflig ist. Und natürlich machen wir noch weiter. Wir haben gerade jetzt angefangen, hier in dieser hübschen Badespaß. Stachelgänger Spartak. Das klingt... nicht gerade entspannend, wenn es schon heißt stachlig. Aber tolle Musik ist es hier. Toll. Die Gäste kommen hier, um sauber abzuhängen und unglaublichen Stress klarzukommen. Aha. Müssen die Stacheln wirklich dafür sein? Wie gesagt, das kommt mir jetzt nicht so entspannt vor. Heute sind die Pinguinwochen anwesend. Warte. Hä? Hä? Ach so, das ist ein Glas. Sag das doch gleich. Dass ich gar nicht durch kann gegen ein Glas. Dann halt von der Seite. Gesagt, dass wir bei dem Riesen erstmal jetzt treffen sollten. Ich bin so verwirrt. Dann tun wir das mal. Also, das ist schon wirklich Mario Galaxy-mäßig. Bitteschön. Sechseck. Ah,
das kalte Bing ist mit Pinguin reserviert. Ja, ich merk's. Die umarmen mich gerade sehr herzhaft, die Pinguine. Au. Au. Uff. Ein bisschen Energie wäre jetzt nicht schlecht. Für ein Checkpoint, je nachdem. Ah ja, danke schön. Nichts ist besser als ein kaltes Eis nach einem warmen Bad. Da hast du recht. Das ist wirklich ein gutes Gefühl. Ich dachte, das ist nicht fertig, aber viel Glück. Wir sind einfach nur... Okay, das war einfach. Und rein. Checkpoint. Danke, dass du uns drüber gerettet hast. Ich bin froh, dass du nicht aufgeschwitzt worden. Gern geschehen. Wieder mit dem Chili unterwegs. Ah, jetzt wieder aufladen. Zur richtigen Zeit durch die Stacheln durch. Warte, ist hier vielleicht Energie zufällig drin? Ja, dankeschön. Oh Gott, das ist fies. Au. Und... Joink. Joink. Haha, gut eingesammelt. Sehr schön. Ohne sich zu verletzen. Spielt schon die Passage. Passage. Der Ultra-VIP ist da. Beeilung, bereite seine Lieblingsreihen vor. So, Vorsicht, der Gebiet ist überflutet. Die Pinguine scheinen das nicht zu stören. Ja, dann nimm bitte das Chili mit, Penny. Ui, durch die Wellen. Das macht Spaß. Ich fühle mich so ein bisschen wie Radkör, wie so ein bisschen, so in etwa. Ui. Ah, wir müssen... Mach's ab. Dankeschön. Vorsicht, Penny. Wuppdi-du-di-du. Ein weiterer Checkpoint. Der VIP darf hier gestört werden, außer mit Leckereien und Komplimenten. Ein VIP also. Was ist das für ein VIP? Oh, das ist wirklich so important, wie er euch sagt. Das ist keine gute Idee. Ja. Gut, dass er ein Checkpoint war. Uff, das ist knapp. Los, Penny. Wieder Wasserbälle. Ich sehe keine Wasserbälle. Oh, da oben ist wieder knapp. Da drüben ist einer. Hier ist einer. Und wieder verschätzt. Das ist nicht gut.
Ich habe nur noch eine Energie einheit, das ist schlecht. Ach, da ist ja Wasser bei gewesen. Zieh, Penny, zieh! Ja. Toll. Manchmal kann ich echt schlecht einschätzen, wo ich springe oder wie ich springe oder warum ich springe. Also wohin ich springe. Weil ich einfach nicht sehe, was unter mir ist. Da. Einfach seine Aufgabe lösen. So. Wir warten mal kurz ab, bis wir da sicher landen können. Ist das dein Ernst? Ich bin nicht so weit geschwungen. So geht's auch. Geh weg, geh weg. Ja, danke schön. Oder auch nicht. Oh. Manchmal springt sie einfach so weit, habe ich das Gefühl. Das. Warte hier kurz ab. Gut. Haben wir das schon mal? Und das? Und das? Bitte schön, eine Wasserwelle. Das war jetzt wieder nervig. Aber wohl der nächste Checkpoint gehört uns. Und das ist wieder fies. Au! Ui, Stachel. Oh, da war Eis. Danke dafür, für das Eis. Das habe ich nötig gehabt. Und noch ein Eis. Oh, Barrett, das ist eine echte Flut. Da holen wir Jahre rauf. Ist das Becken wie ist nicht alles in Ordnung? Was für ein VIP ist das? Der wird ihn doch irgendwann kennen. Kommen wir irgendwie hoch? Ja. Letzte Stufe. Ja, nur ein Trick diesmal. Besser als gar nichts. Yay! Ja, auch nicht viel erreicht. Ey, wir haben sogar noch Zeit für ein drittes Level. Cool. Also das war jetzt wirklich schneller Level, würde ich sagen. Mehr Story. Ist das der VIP? Das ist... Eddie. Genau vor dem, wo wir fliegen wollten. Weg von ihm, Penny! Oh, jetzt kommt der Bossfight gegen ihn. Was denn jetzt? Sumo? Wo
Okay, was müssen wir machen? Ah! Los, greif das Ding. Ich ziehe so fest, wie ich kann. Achso, wir müssen ihn wieder loslassen. Zack, zack, gleich. Ich dachte, wir müssen einfach nur ziehen. Okay, das war Stufe 1. Oder Phase 1, was gesagt. Und dann auch noch Pinguine. Super. Boah! Was ist das? Ich geh einfach weg von ihm. Ah, okay. Und tschüss! War's das? Das war's! Okay, das war jetzt der einfachste Bossfight bisher. Ich meine, wir haben gerade eine Minute dafür gebraucht. Ja, machen wir weiter? Also gucken wir einfach mal nach, wie der nächste Level ist. Ohne diese Katze, besser gesagt. Wachen! Zeit, den Würstchen, zieht den Würstchen in den Stöpsel! Okay. Oh nein. Das ist nicht gut. Nein, nicht den Stöpsel. Ha! Na, sieh mal, wer jetzt überflüssig ist. Haha. Bester Witz. Weltrand? Interessant. Es ist schon die letzte Welt? Nee, ich glaube noch nicht. Oder? Jetzt ist aber Weltrand, hört sich aber schon irgendwie final an. Na gut, da würde ich sagen, beenden wir den Part an der Stelle und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder am Weltrand. Bis dann sage ich bis dann und Aloha.